ganze Stativ eben umgefallen. Jetzt habe ich die alles wieder runtergedreht. Ich muss das einfach festnehmen. Wenn ich das mit einem kleinen Gurt festmache, geht das. Zu Hause habe ich jede Menge. Machen wir das und dann sollte das gehen. Man sieht so auch was. Anführungszeichen nur 19 Grad Außentemperatur. Das fühlt sich an wie 30 Grad. Brutal. Das ist doch keine so gute Idee mit dem Stativ. Bleib stehen. Okay. Da oben haben wir eine Baustelle gehabt. Die bei dem mit der Bahn gehen. Ich zähle definitiv nicht dazu. Thank you.
links, genau. Und dann ist geschafft. Gesagt, da hatte ich auch den, war noch vor meinem Urlaub, ich glaube es war sogar der letzte Tag vor meinem Urlaub, da habe ich den 946 noch hierher gefahren. Der Ast hängt natürlich. Mehr als gescheit. Hier vorne sieht es die neue Kläranlage. Hier dran ist die alte. Oh, hier steht ein Auto. Ich glaube, den kann ich gar nicht drehen später. Vielleicht ist das Auto weg bis dahin. Na doch, es reicht. Alles gut. Passt. Relativ frische Spuren, oder? Da wo der Bauzaun steht, ist hier. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier ein Fahrzeug durch will. Überall Wasser drin steht. Geil! Ich freue mich drauf, den Bagger zu holen. So, ich bleib hier stehen. Ich hoffe jetzt, dass keiner hier durch will, währenddem ich hier stehe. Schauen wir mal. Bis gleich. So, ich habe Lea natürlich kam. Fahrzeuge. Die entsorgen gerade wohl illegal gelagertes Material von einer ortsansässigen Firma her. Ich weiß nicht, wo die fahren, wo die laden, wo die machen, aber es ist mir auch relativ wurscht. Aber ich habe halt mein geschultes Auge. Ne? Ich habe gesehen, dass hier Fahrzeuge fahren. Ich meine, gut, das sieht man einfach. Egal. Ich hab mit den Jungs kurz geredet, einer Entsorgungsfirma aus Melingen. Und die waren so lieb und haben 20
Minuten gewartet. Bin baggerschnell da rein und jetzt mache ich mich auch wieder Richtung Heimat. Werde ich das Sieb laden, vermutlich. Da steht der Apparat, den soll ich jetzt laden. Aber es aussieht, fehlt noch was. Schade. Gut. Bis gleich. So. Ja, schon guten Morgen. Ich bin quasi solo, ich habe nur den Hals geladen, also über den Hof. Hole, wo sind wir denn? Da sind wir. Mein Tiefbett, da steht die schöne, ellenlange Siebanlage drauf. Sehen wir gleich. Ob ich mit dem Ding überhaupt hier rauskomme. Dieses Tiefbett komplett ausziehen. Ja, also, wenn ich so einen Müll bauen kann. Sorry, ist so. Schweine hoch. Ja, das da hinten geht, glaube ich, gar nicht. Guck mal, wie hoch das Band ist hier.
sorry, dass ich das jetzt sage. Das ist eine total fehlgeplante Maschine irgendwie. Die mag 4 zum 7. Mag die gut sein, ja, aber zum Fahren, zum Transport definitiv. Erstmal, die ist ja so schon, die ist ja mindestens 3,80 Meter hoch, das Teil, wenn sie steht. So, fahrt's noch da hoch, macht die, schiebt mal Tiefbett zusammen. Mal gucken, mal anrufen, gucken, was es gibt heute. Vorne steht der 936, ne? Wird das Bus hier von uns nicht so bescheiden hier stehen? Ich fahre mal kurz da neben dran, gucke. Komm nicht vorbei an dem Bus hier drin. Hätte ich das können machen hier. Aber ich muss jetzt ich muss den Bagger lade ich ab. Dann muss ich zusammenhängen, zusammenschieben und dann lade ich den Bagger. Ich weiß nicht, ob ich zusammengeschoben kriege, wenn ich den Bagger geladen habe. Müsste ich mal testen. Ich habe die große schwere Holzklötze habe ich sowieso draußen. Die liegen gerade unterm Arm. Relax. Sorry. Ja, ich bin jetzt wieder mit Fett versaut. Überall habe ich Fett hängen. Um den ganzen Bauch rum. Katastrophal. So, also fahren wir den runter. Den Bruder. Gucken wir hier irgendwo Lampe. Außer links von hier. Glaube ich nicht. Kran ist auch weit genug oben. Kran und noch ein Kran. Ah ja. Hey. So. Ich hoffe, dass ich zusammengeschoben krieg. Wenn der 36 drauf steht. Thank you.
Speicher, das liegt jetzt an. Lager, ne? Das war scheiße. Musst du in die Söhne? Da, ja, Moment. Vorbei, ja, gut. Ab in der nächste Bagge. Vollgetankt ist er, okay. Natürlich runtergefallen. Kalter Strom. Nein, was ist denn noch alles drauf auf Bagge? Ach Gott. Ich weiß nicht. Kann man jetzt nicht sehen, ne?
in der Bagger, das Fahrwerk innen drin, das sieht wieder aus wie Sau. Ich habe es eben selber nicht gesehen. Ist so schwer, wenn man den Bagger freimeldet, dass man dann mal um den Bagger rumläuft, das ist jedes Mal selber. Ich habe bald keinen Bock mehr. Umkehren muss ich sowieso noch mal, ja. Das ist dann alles, aber das ist halt dann, ich werd gefragt, ja, was hat denn da so lange gedauert? Gleich, ne? Weil ich mitgedacht habe. Ja. Aber gerade so. Ja, wusste ich doch, dass das passt. Dass das passt. Alles gut. Alles so gewollt. So, Ketten mache ich jetzt keine dran, die mache ich später dran. Wobei vorne könnte ich schon festketten, oder? Ne, ich lasse mal ab. Vielleicht muss ich noch mal ganz runterfahren. Hänge jetzt zusammen. Hänge jetzt zusammen und dann fahre ich hier vorne auf den Asphalt irgendwo näher hin. Und guck mal, ob ich zusammengeschoben krieg. Wenn nicht, dann halt nicht. So, 10:54 haben wir es. Ich hab. Geladen, das Zusammenschiebe, das ging auch sehr gut. Besser als erwartet. Verdammt anstrengend, ey. Bis dann der ganze Krempel wieder verräumt ist. Verräumt sind und alles wieder festgemacht ist. War auch doof, ich hätte mal keine Baggerarme ein bisschen anheben, dann wäre ich da viel besser dran gekommen. Aber ja. Wo war es denn heute? Ich habe Feierabend. Ich 1936 habe ich in Semba rum abgeladen. Da stand noch ein Radbagger in 904. Den habe ich dann geladen, mit hierher gebracht auf den Hof. Jetzt hat die Mercedes angerufen. Die Werkstatt in Laudern, ob sie das Auto eventuell früher holen können. Da noch nicht sicher ist, wie es in Wiesbaden weitergeht, ob da der KMC Montag gleich anfangen kann. Ja, habe ich jetzt quasi Feierabend. Mache ich mein Auto noch ein bisschen sauber. Außer geht's ja, innen drin mache ich ein bisschen. Und jo. Feierabend. Schluss für diese Folge. Schluss aus.
fertig. Bedanke mich fürs Zusehen. Ja, und Entschuldigung, ich bin schon wieder müde. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß bei der Sache. Macht nicht immer Spaß, ich weiß. Mir macht es auch nicht immer Spaß. Bis zur nächsten Folge. Habe ich schon gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis denn dann. Tschüss.